8 Feuerwehren, eine Gemeinde. Das beschreibt die Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Amstetten, die beim Feuerwehrabschnittstag Bilanz gezogen haben. Also faszinierend für mich ist immer, dass ich ja schon unterschiedliche Abschnittsfeuerwehrtage besuchen habe dürfen und jeder immer anders ist. Es ist immer anders aufgebaut, die Rahmenbedingungen sind natürlich für alle klar, aber das ist für mich immer so spannend. Und die Begeisterung einfach von den Feuerwehrmitgliedern, ganz egal, ob es die Feuerwehrdamen oder die Herren sind. Ich finde das immer ganz was Besonderes und ganz was Schönes. Und auch natürlich, wenn sie die Ehrung erhalten, die Ernennungen erhalten, da merkt man schon, dass so ein Stolz in der Brust ist. Die Zahl der Mitglieder reicht von der Betriebsfeuerwehr Wieland Austria mit 29 bis hin zu einer 126 Mann starken Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten. Der Beweggrund, das war eigentlich ein Freund von mir, ist bei der Feuerwehr gewesen, also ist jetzt auch noch, und hat mich da gefragt. Na gut, habe ich gesagt, das probieren wir es. Ne? Den Menschen zu helfen, die in Schwierigkeiten waren, das hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn man mit Feuerwehrkameraden oder Feuerwehrkameradinnen spricht, dann ist es scheinbar so, dass es eine Art Virus gibt, der einen da befällt. Das ist diese Begeisterung für dieses Thema, für andere Menschen sich einzusetzen, aber gleichzeitig auch Kameradschaft zu leben. Ich glaube, das funktioniert unheimlich gut. Und erstaunlich ist natürlich die Entwicklung, die auch das Feuerwehrwesen genommen hat in den letzten Jahrzehnten. Die Feuerwehren haben sich wahnsinnig weiterentwickelt, inhaltlich, Löschgeräte, technische Einsätze. Das ist viel aufwendiger geworden, auch vom Ausbildungsgrad der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen natürlich wesentlich anspruchsvoller. Also dort hat es auch eine ständige Weiterentwicklung gegeben und das wird auch in Zukunft so sein. Aber solange man so eine motivierte Mannschaft hat im gesamten Bezirk Amstetten, insbesondere auch in der Stadt Amstetten, ja, bin ich guter Dinge, dass das auch in Zukunft hervorragend funktionieren wird. Keine andere Einsatzorganisation ist in der Gefahrenabwehr so stark gefordert wie die Feuerwehr. 1.383 Einsätze galt es 2018 für die 8 Feuerwehren abzuwickeln. Die Einsatzszenarien werden ja nicht leichter, sondern immer fordernder. Das heißt, es muss auch in der Ausbildung einiges geleistet werden zu den Stunden, die man ohne dies schon im Einsatz ist oder bei Wartungsarbeiten im Feuerwehrhaus den Dienst versieht. Das sind schon ganz besondere Menschen, die sich da 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzen. Ja, bis jetzt funktioniert das System der Ehrenamtlichkeit wunderbar bei uns. Wir dürfen aber uns auch natürlich nie zurücklehnen und müssen auch darauf achten und bedenken, dass es auch geburtenschwache Jahrgänge gibt, die uns möglicherweise dann über ein paar Jahre einmal ein bisschen einen Einbruch bescheren. Aber ich bin doch sehr zuversichtlich, dass wir unseren Stand der aktiven Mannschaft, das sind die Einsatzfeuerwehr, auf die, was wir, die unser Rückhalt eigentlich in der Feuerwehr, dass wir das halten können. Ja. Ehrenamt ist auch etwas sehr Sinnstiftendes. Ich sage immer persönlich auch, man macht auch ein Ehrenamt für sich selber, weil man auch sehr viel zurückbekommt. Wir erleben das in anderen Bereichen auch, nicht nur jetzt beim Feuerwehrwesen, auch beim Roten Kreuz oder bei den Musikvereinen, Sportvereinen, Kulturvereinen. Es gibt eine breite Palette des Ehrenamts bei uns in Österreich, insbesondere auch im Bezirk Amstetten. Und ich erlebe da immer wieder wirklich eine vitale Zivilgesellschaft, Begeisterung und solange die Rahmenbedingungen so sind, dass sich immer wieder Menschen motivieren lassen, sich für andere einzusetzen, wird das funktionieren. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ich möchte auch noch anmerken, das wissen vielleicht auch nicht viele, wir sind auch zum Beispiel bei diesem Thema Europaspitze. Es ist eher nur in den skandinavischen Ländern, in Großbritannien ist es ähnlich. Aber wenn wir uns anschauen, in Österreich sind es 3,3 Millionen Menschen, die sich in irgendeiner Form ehrenamtlich engagieren. Wenn man das auf die Gesamtbevölkerung bezieht, sind wir da wirklich Weltspitze, Europaspitze. Und das ist auch etwas, auf das wir sehr stolz sein können, denke ich. Für die 8 Feuerwehren der Stadtgemeinde Amstetten, das sind die Freiwilligen Feuerwehren Amstetten, Edler, Boxhofen, Grenzfurt, Breinsbach, Ulmerfeld, Haus Menning sowie die Betriebsfeuerwehren Wieland Austria, Mondi, Neusiedl, Haus Menning und das Landesklinikum Mauer, ist oberste Prämisse, auch weiterhin die Kompetenzen und Interessen aller Freiwilligen Feuerwehren zu bündeln.